Bueno. Sí. Sí, señor. Weil ich denke mir, wofür soll die denn auch gut sein? Ein Schuss. Oder er zieht die automatisch, hat sie aber nur im Inventar. Macht auch keinen Sinn. Nee. Aber hätte die ja normalerweise auch hier irgendwo und man hätte die auswählen können. Ja. Jetzt speichern soll, nicht vorher. Sie. Nun. Wir haben null Heilkram, aber den holen wir uns später. Ne, bei den Haien ist kein Heilkram, oder? Nee, der Raum war grün. Ja, wir wollen ja mal da durch. Zu diesem Raum dahinter, der vorher abgeschlossen war mit dem Kontrollschlüssel. Ja, da war nichts. Kein Heil, Heil nix. Nix Heil. Kannst du mal ruhig eine Sache mitnehmen, weil du den Schlüssel ja wahrscheinlich verbrauchst und dann fragt er, wie, Schlüssel ablegen? Du sagst, ja. Oh, und die Haie werden mich eh beißen. Und dann vielleicht snacken die ein bisschen an mir rum, ja. Ja, wir haben ja genug, ganz ehrlich, guck dir das an. Erste Hilfe-Spray, da liegen zwei, da liegen fünf Kräuter, oben ist noch so ein... Also auf jeden Fall mehr als Munition und Farbbänder. Ja. Aber vielleicht muss man aber... Woher soll man vorher wissen, ob man jetzt in einem Bereich jetzt metzeln muss und in welchem Bereich man vielleicht nicht metzeln muss? Ach so läuft das hier. So wird man nicht getentakelt. Aha. Jetzt frage ich mich immer noch, ach, kannst du vielleicht mit dem Benzin an dieses Hornissennest gehen, sodass sie dich nicht angreifen? Wo muss ich hin? Gerade. Kannst du rechts da vielleicht rein? In den großen Bereich da schon? Versuch mal die erste Tür auf der rechten Seite schon, ansonsten nimmst du die zweite. Nee, ist okay. Hey. Verschlossen. Die Viecher zum Beispiel, willst du die töten? Die triffst du im Leben nicht mit der Pistole. Mit der Schrotflinte eventuell, wenn du grob in die Richtung hältst. Mit so einer doppelläufigen abgesägten oder so. Nein, ist eigentlich recht nicht. Ich habe das übrigens geträumt, dass wir eine doppelläufige abgesägte Schrotflinte finden. Gestörter Scheiß? Gestörter Scheiß. Sobald du gespeichert hast, nehme ich dir wieder ein bisschen das Gamepad ab. Ich habe mal gerade gespeichert, Kollege. Speicher. Soll ich jetzt zurücklaufen und das letzte Fahrband voll verschwenden, damit ich speichere? Snake Set, na 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 na, Snake Set, na 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 na. Hi, ja, 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 ja. Ah, keine Hi, ja, 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 Witze jetzt. Das ist sau unpassend. Ob die bald in die Haie gehen? Oh. Alter. Ich hoffe, ich sterbe und der Spielstand wird unwiderruflich gelöscht. Ja, geh auch durch jetzt, du. Ich frage mich, wieso das Spiel einem die Option lässt, den Schlüssel zu behalten. Das ist so viel geiler, wenn er sagt, Schlüssel wurde verwendet und abgelegt. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, brauchst du ihn halt nicht mehr. Runter. Das ist doch nicht alles, oder? Alter. Gibt's da noch irgendwie Krams? Ach, wieso Notfall? Zombies, Haie, Überflutung. Tentakelmonster. Kein Notfall. Eben. Das sprüht man ein bisschen in the office. Einmal gut durchheizen, so ein Insektending aufhängen, so an der Decke, weißt du, so ein... Die brechen hier von hier Oma doch früher, durch. Weißt du? Meinst du? Der Dicke? Ja, das könnte sein, dass er da so reinknallt. Vielleicht nach Zeit, vielleicht musst du ihm schnell was machen. Das ist ein Plan.
die zwei schließen. Aquaring. Aha. Der Bereich im Norden wurde aufgedeckt. Anscheinend soll das hier überflutet sein, das wurde so gewollt. Also zumindest bis hier oder so, wegen dem Fenster. Weil normales Fenster würde ja niemals den Druck einer Überflutung aushalten. Der muss niemals. Ah, ist das eine Kiste? Ist das eine Kiste? Niat, nächste Kiste. Guck mal lieber zurück, bitte. Bitte zurück. Geh zurück. Zurück. Auf die Katze, auf diese komische Karte gucken, die da liegt, dieser Schaltplan da. Achso, das meinst du. Von der anderen Seite aus geht nicht. Warte mal kurz. Praktisch das, was er da aus liest. Sonst guck noch mal, ob man irgendwas machen kann hier. Also ob der irgendwas, also ob der Raum grün ist. Oh. Ja, kein Schaden. Weg die Haie. I fucking knew it. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Gefährlich, 10%. Du musst hier raus. Ich glaube, du musst hier raus. Reaching 30% of pressure threshold. Ich glaube, du musst nach oben. Du musst hier raus. Da werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen, denke ich. Guck auf die Karte, das ist doch pausiert. Reaching 50% of pressure threshold. Activate emergency drainage system immediately. Sicherheitsmechanismus? Welchen fucking Sicherheitsmechanismus? We're dead. Sicherheitsmechanismus. Hier nicht. Da vielleicht? Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter? Rechts da? Ventil 2 öffnen. Ist das irgendwo Ventile? Keine Ahnung. 70% of pressure threshold. Das ist ein Ding, das muss irgendwas hier sein. Ja. Jetzt kann ich oben durch, oder? Ja. Kann ich um die Tür? Ich würde sagen, jetzt der Sicherheit wird durch irgendeinen Sicherheitsmechanismus gehalten. Und dann musst du da oben durch die Tür durch. Reaching 90% of pressure threshold. Nein! Haben wir doch gemacht, du Penner! Geh nicht wieder runter, gucken, was passiert, wenn er da oben durchblickt. Das wäre keinen Sinn mehr, nur nach oben gibt es tot. Ja, wenn es dann langsam erst anfließt, hier irgendwo reinzulaufen. Wahrscheinlich durch den Druck wird sofort ein Riesen. Riesenriss reinkommen. 10, 30, 50, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 99,1. Ja, das war keine Prozente. Ein Prozent ist ja immer von 100, dass jedes Prozent von gleich ist. Ja. Reaching maximum pressure threshold. Nee, bis zum nächsten Mal speichern, Junge. Kommen Sie zu. Let's change places, my friend. Nein, nicht neues Spiel. Wie gemacht? Idiot. Doch nicht. Oh. Krass, wenn jetzt die kompletten Speicherstände übergespeichert. Das wäre einmal verdrückt. Zack, tot. So wie es muss, ne? Es werden keine Fehler geduldet. Wir müssen sowieso nochmal zurück, diese Dillinger gleich zurückbringen, right? Ja, stimmt, wir haben den letzten Laufweg. Das hast du ja verkackt, hast du ja nicht gut gemacht. Hier war das, oder? Nicht die Doppeltür. Ich hab's schon wieder vergessen, wo die Doppeltüren. Ah, ja, genau, hier rein. Nee, du musst die Tür jetzt praktisch auf der rechten Seite
durchgehen? Nach diesem Gang nur den Tentakel. Sicher? Und wo, ja, wo sind denn die Sachen da? Die sind gegenüber. Also hier lang. Hier lang? Genau, das liegt dann wieder auf sowas. Gegenüber musst du die wegbringen. Ja. Klopsi, klopsi, klopsi. Jo. Jo, das hatten wir schon, ne? Einmal vorlesen ist mehr als genug. Nimm das jetzt. Ich hätte gedacht, der Zombie kommt da praktisch von dem Seil los und meint. Ja, 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 ich auch. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo wir das mit dem Buch machen sollen. Das mit dem Buch kommt noch. Wir hatten jetzt, obwohl, Moment, wir hatten. Hä, wir hatten irgendwo. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel echt, echt, echt lang ist. Überleg mal, wir sind jetzt irgendwo bei Let's Play Nummer. Wo sind wir denn mittlerweile? Über 20. Okay. Über 20, ja. Also müsste diese Folge hier müsste irgendwo über 20 schon sein. Was ja so viel heißt, dass wir irgendwo bei mindestens 20 Minuten sind. 400 Minuten sind 5, 6, 7 Stunden ungefähr schon haben. 7 Stunden ist ja schon mal ein bisschen was. Es gibt heutzutage locker, also mehr als einen Shooter, der nach 7 Stunden schon lange Sense ist. Ja, klar. Na klar, von so einem Titel hast du einfach länger was, ne? Ich auf die zweite Tür. Aber was ist die 002 da unten? Aber warte mal, vielleicht kann man jetzt, als die Bienen rausgekommen sind, vielleicht kann man da reingreifen und da noch was rausholen. Nachdem sie erstmal draußen sind. Tja, wenn das alle waren, ja. Oh, es kommt noch mehr raus, das ist natürlich doof. Müssen wir überhaupt lang? Ja, das ist alles gut. So. Da ging es ja nicht lang. Aber wir haben ja erstmal Zeit. Ich muss ja erstmal nur. Du hast erstmal Zeit, du musst erstmal voll durchsprinten und gucken, dass sich die Haie nicht zerflexen. Aber okay, klar, du hast Zeit. Snaxi Maxi. Geh weg, deine Mama stinkt. Geh weg, deine Mama stinkt. Kann man irgendwie rennen hier? Nö. Mehr hat er nicht drauf, ne? Nope. Erbärmlich. Er hat nicht mehr drauf, außer Zahnbelag. Erbärmlich. Obwohl ich glaube, wenn das Wasser halt so hoch steht, dann kannst du auch nicht schneller laufen. Ah, Schlüssel verwendet. Sie brauchen nichts Schlüssel mehr. Ablegen? Ja. Ich habe sehr viel Durst. Sieht das irgendwie aus, als wäre der Hintergrund in diesem Teil irgendwie ein bisschen pixelig und maddelig? Die Tür, ne? Die Tür und auch hier so ein bisschen? Ich hab's vorhin auch gedacht. Also ich habe ja vorhin nicht gezockt, saß einen Meter weiter hinten. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Aber wenn du das jetzt vergleichst, wie hoch er jetzt aufgelöst ist sozusagen, fällt es doch so ein bisschen auf. Das können wir schon mal mitnehmen. Oh, hier sind die Ventile. Öldruckregler. Öldruckregler. Müssen wir jetzt nicht ändern. Oh, oh, jetzt weiß ich, wie es geht. Hier. Nee. Wäre geil, wenn da so ein Hai jetzt gegenklatscht. Aber da müssen wir nachher weiter, wenn das Wasser weg ist, ne?
Also du hast den Durchblick, das heißt, ich kann einfach aufs Knöpfchen drücken. Ja, du musst ja jetzt praktisch da drauf drücken. Wir haben genug Zeit, oder? Ja. Dann das zweite Ventil musst du öffnen. Also erstmal das. Schutzmechanismus und dann oben raus. Ich mach das, wo du sagst. Wir haben genug Zeit. So. Eskaliert. Emergency, Emergency. Locking all doors to achieve maximum safety. Zeigen wir es auch. Haben wir es vorhin auch gezeigt? Wir haben es nicht gerafft. Ich wusste nicht, dass hier ist. Kann ich hier zwei öffnen? Erstmal da. Hä? Reaching 30% of pressure threshold. Das war's, ne? Jetzt hier. Oh oh. Öldruck wiederherstellen und dann. Ach, Öldruck ist hier, ne? Ja, genau. Eins? Nein, zwei war richtig. Bin ich jetzt richtig? Jetzt schon zum Ende. Den hier? Nein, hinter dir. Of pressure threshold. Und jetzt den hier. Oder hast du noch falsch mit dem Nebel 2? Jetzt. Hä? Sieht ja gut aus. Wenn der Hai da durchkommt, ne? Nee, da unten durch, wenn das Wasser weg ist. Das ist ja noch eine Tür, die ist ja nicht auch Spaß da. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier lang können. Naja, aber es läuft keine Zeit mehr ab. Also. Vielleicht. Also hier ist immer noch. Welchen Sicherheitsmechanismus denn? Den hier? Den? Sicherheitsmechanismus? Sie müssen ihn nur per Hand bedienen. Per Hand bedienen. Da oben muss ich halt irgendwas per Hand bedienen. Was? Da oben oder hier unten jetzt? Oder hier? Ganz ehrlich sagen, ich hab's gerade nicht. Also da haben wir alles gemacht. Wasser ablassen. Ah. Wird mir das für die Haie voll scheiße. Ohne Wasser. I believe so. Jetzt können wir eigentlich hier unten lang gehen, weil wenn wir oben wieder zurückgehen, jetzt haben wir Progress von null. Cool, die Haie sind weg. Boah, ich leide ein bisschen an dem riesigen Döner, ne? Mappa. Ist egal, wo wir lang gehen, ne? Mhm. Also, nicht genug? Nicht gut. Ein großes Areal, das man sich spielen muss. Tauchanzug und Netze. Also stimmt. Ich hasse euch so. Ich hasse euch so dermaßen, ehrlich. Können wir eigentlich liegen lassen, oder? Sollen wir wieder mitziehen? Ja, aber wenn gleich ein Speicherpunkt kommt mit der Kiste, wo alles drin ist. Ja, komm ich nicht mit. Ja. Jetzt müsste hier auch. Ja, das stimmt. Welche Tür? Welche möchtest du? De Basho. Bist du auch müde? Wollen wir uns nochmal den Energy teilen, den zweiten? Hm. Wenn es nicht so. Oh, ich glaube, da lag gerade tatsächlich ein Mal. Cool. Was
wette mit dir, der Snack noch gut an uns rum, wenn wir dann nicht im richtigen Moment. Und doch nicht. Kampfgewehr. Oh. Alles klar. Oh oh. Der hat noch Wasser. Viel, ne? Der zuckt noch ein bisschen. Aber da ist noch Zeug. Der macht gleich noch, der bewegt sich gleich noch. Reanimieren. Mit Strom. Muss irgendwie ins Wasser ableiten. Lauf einfach mal voll mehr. Hallo. Vielleicht liegt der Fettsack auch auf dem Ausfluss hier. Weißt du, es muss ja irgendwo nach unten abgeleitet werden. Der blöde dicke Hai praktisch angesehen wurde. Stöpselhai. Muss man vielleicht erstmal woanders hin. Um den Seth wieder anzubringen. Es geht echt ganz gut voran, aber mich wundert das, dass wir immer noch von Anfang an dieses Holzpasspartout haben, diesen Edelstein und den ganzen Gedöns. Das ist aber normal. Und wir sind auch immer noch nicht das Rätsel gelöst haben mit diesem... Krass. Ja. Oh. Es gibt noch einen Revolver. Zum Ding wieder. Ah. Ja. Nee, macht ja keinen Sinn. Der hat den Revolver nicht. Genau, das ist so ein Jetloader, ne? Jetzt finden wir auf einmal voll viele Waffen. Ich glaube, die Ninja ja mal einen guten Lauf hat, hat jemand recht großes Kaliber. Kann sein, ja. Weil der Punkt 22 oder so wahrscheinlich ist. Ah, wisst ihr, welche Tür das ist? Ja, jetzt kommst du hier neben an. Da nämlich gar nicht mehr lang, weil das Wasser nicht mehr hoch genug ist. Ja. Die Kisten sind ja weg. Aber das hilft uns ja immer noch nicht weiter mit diesem anderen Gedöns da. Aber jetzt kommen wir hier nicht mehr lang. Deswegen müssen wir da jetzt quasi lang. Aber... Irgendwie was müssen wir da ja noch machen. Soll ich noch mal gucken? Oder müssen wir, haben wir jetzt irgendwas bekommen eigentlich? Was wir sinnvoll irgendwo irgendwas mit machen können? Klar, die Schrotflinte beispielsweise, aber das ist ja nichts. Das ist ja kein Fortschritt von der Story, ja. Ich meine, wir haben ein paar Heile geschreddert. Das sollte jeder mal gemacht haben. Es werden Metallflügel geöffnet. Auch muss, wenn ihr mich fragt. Wir müssten auch noch da oben was nehmen können, siehst du das? Mhm. Und da mal hin wieder zurückgehen erstmal. Was haben wir da übersehen? Ja, vielleicht vorher nichts. Jetzt erst wurde das Wasser abgesucht. Hat ja keinen Sinn, oder? Ja, vor allem hier. Guck, da müssen wir noch irgendwas nehmen können, aber was? Vielleicht ist da irgendwie so eine Art Schalter aufgegangen. Irgendwie was. Wo? Die Kiste jetzt. Links. Da. Ach, die Karte. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt ist er grün. Ja, ja. Jetzt ist er grün. Oh. Mal ganz da oben. Ganz da oben. Weil wie gesagt, wir haben kein Item für die Dings bekommen. Aber wollen wir hier oben nochmal gucken? Oder wie? Ja, man hat ja gerade auf dem Map gesehen, dass es grün ist. Also kann ich eigentlich wieder nach unten latschen. Also irgendwas, nicht irgend, sondern irgendwas. Ich hab wieder noch nicht mehr.
Achso, da ist auch noch der Raum mit dem Tentakelmonster. Sieht das jetzt anders aus, weil da war ja vorher auch Wasser drin? Stimmt. Es kann sein, dass wir jetzt da das anschalten können. Mit dem Strom? Nee, wir machen unten den Strom an. Dann machen wir, warte mal, wo haben wir keinen Strom? Tentakel, der uns jetzt weg. Soll ich es riskieren? Ja. Das finde ich sehr merkwürdig. Also das kann gar nicht verwendet werden. Und hier kann man auch keinen Gegenstand holen. Das Vieh greift nicht an. Das Vieh greift nicht an. Nutzlosester Raum. Naja, der sagt uns halt, hier ist eigentlich die Steuerung, geht aber von hier jetzt nicht. Wir müssen woanders hin. Und hier ist ein Monster-Gegner-Vieh, das greift aber nicht an. Warte mal, aber wir machen noch da unten liegen einen Stromschalter um. Ob das vielleicht der Stromschalter ist für den Fahrstuhl im Haus? Das wäre zwar extrem abwegig, aber... Wenn dann ist you das know what I mean? Wenn dann ist das der Schalter für das Gerät mit dem Tentakelmonster, mit der komischen Tanksteuerung. Denke ich. Aber ja, aber der Tank ist doch schon gesteuert, der ist doch leer. Aber wenn du den Strom anmachst und dann wieder zu dem großen Ei des Beckens springst, kriegst du voll eine gewischt. Dann würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo so eine Ecke ist. Der Hals springt im Zappel. Naja, ist ein Muskel, ne? Ah, das ist schon ein bisschen. Haben wir eigentlich gelesen, was das für ein Generator ist? Ah, ich hab was gesehen. Schau. Siehst du das da hinten? Also so Kipps oder was? Ja, da ist irgendwie auch noch was, warte. Mach das da mal aus. Da oben leuchtet doch noch was drauf. Haut der da irgendwas runter? Ja. Ich kann es aus dem Augenwinkel gesehen. Boah, ich habe sofort gedrückt. Fick dich! Ehrlich, fick dich! Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass... Das kann doch nicht sein. Ärgerlich, weil es hier auch keine Checkpoints gibt, ne? Bei solchen Szenen. Ah, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Upsala. Als du dich auf den Weg zu den Haien gemacht hast. Oh. Ja, ich würde sagen, das müssen wir erstmal verdauen, bevor wir das jetzt alles nochmal machen. Ich glaube, da ist die Session heute ein bisschen lang geworden sonst. Ich würde sagen, an der Stelle verabscheuen wir uns. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.